Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Horizon Zero Dawn. Und zwar, wir sind hier im Dorf der Nora, beziehungsweise in Mutterherz, im Schlafgebäude. Und wir stehen jetzt kurz vor der Erprobung und ich bin schon gefühlt neugierig. Ich habe alles vom Frühjahr vergessen. Alles. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Geil. Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es ist laut und es stinkt und die Leute sind idiotisch. All die Leute, die mich nicht wollten. Und jetzt bin ich hier, mitten unter ihnen. Ich glaube, du findest auch noch etwas Schönes. Ruh dich aus. Tja, das wäre doch mal eine Idee, ne? So kurz vor der Erprobung. Oh ja, jetzt wird's lustig. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Das ist ein Graser! Ah, guck mal da! Das ist mein Graser! Die Trophäe ist hin, ausgestoßen. Du brauchst wohl eine neue. Hey, die Witzka, ey. Buttonstress hier. So. Ich muss sie einholen. Okay. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stärker aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Genau. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Macht nix. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre. Sie bringt sich noch um. Es wird nicht leichter.
Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Natürlich. Das war's. Jetzt geht's nur noch bleib vorwärts. Jetzt da stehen. Kehr einfach hoch und wer führt? Zurück. Ich sehe nicht. Bach und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Und weiter hoch. Jawohl. Und oh, hey, zack. Ich muss weitermachen. Die Aufgestoßene. Im alten Pfad. Ist sie irre? Gut. Ich hol auf. Ja. Die Ausgestoßene holt auf. Ja. Wie ist sie darauf gekommen? Das wird ganz schön knapp. Aber sowas von. Mach schon, Beeilung, weiter so. Genau, weiter so. Komm, hoch, 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 jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Und flupp. Und. Oh yeah. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Oh yeah. Niemals. Doch. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Ach du Scheiße. Hey Leute, lauf! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Oha. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Fast! Fast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los! Jetzt! Okay. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wo? Schnell, lauft rüber zum Seil. Oha. Tötet sie alle. Keine Zeugen, keine Überlebenden. Bleibt zusammen. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh nein, da sind noch mehr. Da kommen noch mehr. Wie viele sind das? Pass auf, da sind noch mehr. Oh. Hätte gern. Hätte gern. Ich geb euch. Ich geb euch. Das war's. Ja, für euch. Es sind zu viele. So. Na? Jetzt, runter, solange es noch geht. Oh, shit. Komm zurück! Vala! Nein!
Der Rotschopf stirbt jetzt. Alle vorwärts. Ja, das von wegen. Setze gern, ne? Okay, okay. Keine Munition. Das ist schlecht. Das ist ganz übel. Dankeschön. So. Haha. So, ich nehme mal deine Waffe. Ja, ist recht, ist schwer. Recht. Okay, alles klar. Ja. Noch jemand? Noch jemand hier? Wie kann ich das fallen lassen? Okay, alles klärchen. So, wo muss ich hin? Hallo? Was muss ich machen? Plündern den gegnerischen Anführer. Okay, alles klärchen. Wo ist er? Da ist er. Das war's doch du, oder? Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Okay, muss ich da hoch? Wo ist denn der gegnerische Anführer? Okay. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Okay. Scheiße. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Oh, das bedeutet Rache. Das bedeutet blutige Rache. Oha. Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Also das war definitiv sehr brutal gewesen. Und traurig.
Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Es tut mir leid. Ja! Kehr dein Gesicht zur Sache. Oh nein! Rust! Nein. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. So. Gerettet. Okay. Ja. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Tja, jetzt hätte ich jetzt eigentlich mal gern mein Zeug wieder, ne? Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Oha. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo okay. Ist das alles? Jetzt gucken wir uns erstmal um, ja? Jetzt müssen wir erstmal hier schauen, was hier Sache ist. Weil, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist schon zu lange her. Okay, Bunkertür. Ich muss Bunkertür. 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 Haufenweise Bunkertüren. Okay. Okay, also hier sind wir hergekommen, ne? Jupp, hier war unser Bettchen gewesen. Alles Klärchen. Ist nichts. Okay, dann gehen wir mal hier entlang. Hallo. Immer zu Hause. Eine Art Signal. Okay, wo muss ich jetzt entlang, hä? Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. So. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Es waren die Alten. Aber warum? Okay, was ist da? Das muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Okay. Da, mit meinen anderen Sachen. Okay, alles klärchen. Dankeschön. So habe ich meine ganzen Sachen wenigstens wieder. Kannst du mir zeigen? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. B.
Ihr sagt, dass ich genauso bin. Sie sahen mich durch. Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Okay, alles klar. Wollen wir mal folgen? Wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, ich folge. Wie ich schon gesagt habe, Tiersa ist die coolste. Aber nicht die schnellste. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist okay. Deine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Okay. Ähnelt meine Mutter mir, bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Das hier. Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Identiscan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Ist sie die Frau, die ich sah? Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Ah!
Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du okay, sagst, der okay. Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Oho! Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Also Leute, wenn ich mal zwischenzeitlich nicht rede, hat das der Grund, weil hier nämlich sehr, sehr viel Interaktion ist, ne? Und sehr viele Videos. Ja, sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Aloy wird die Welt retten. Bin ich mir sicher. Lisa, was ist dein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Okay, ich kann überall hingehen. Ich kann also überall hin, ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Nora-Lands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen.
Aber der Suchersegen wird dich schützen. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Okidoki, sehr schön. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Oha. Also, wir leben auf jeden Fall noch. Leider Rost nicht mehr. Das ist traurig. Das ist wirklich sehr traurig. Oh. Es ist unbegreiflich. Es ist und so unfair. Okay, aber wir werden dich rächen, Rost. Wir werden dich rächen, keine Sorge. So, jetzt werde ich erstmal hier schnell wieder ein bisschen was einsammeln. So, zack, Dankeschön. Hier steht jetzt zum Glück genügend rum, ne? So, Hallöchen. Okay. Erstmal gucke ich, was ich hier alles mitnehmen kann. So, gibt es hier noch mehr Zeug? Irgendwie, irgendwo, irgendwas? So, warte. Ich guck mich um. Auf dass ich mich genügend dann mit dabei habe. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Bestimmt. Okay, Vorratskiste, Dankeschön. Ach, das kann man gut gebrauchen, das Zeug. Okay, da oben ist auch noch was. So, Dankeschön. Alles, was ich irgendwie mitnehmen kann, nehme ich natürlich mit. So, Dankeschön. Da ist auch noch eine kleine Vorratske. Ey. Aloy, nicht so stürmisch heute. Warte mal, was ist los mit dir? So. Oh, die Ausgestoßene nähert sich. Aloy! Aloy! Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus. Aloy! Moment. Aloy! Ja, ich komme doch sofort. Man sagt, ich muss erst mal sammeln. Wenn wir die Hymne nur inbrünstig genug singen, wird sich die Göttin sicher erbarmen. So.
Bei Mutters Wacht leisten wir unseren Widerstand. Hey, danke schön. So, haben wir doch fast alles. Das hält sich. Natürlich hält sich das. So, danke schön. Aloy! Hallöchen! Aloy! Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Bala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene, so in der Art. Ja, ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Ich muss jetzt gehen, Tab. Die Urmutter sei mit dir. Oh, 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 da wird uns was vorbestehen. Ich weiß es, aber das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Deswegen, Leute, seht ihr jetzt hier an der Seite nochmal zwei weitere Videos plus eine Playlist und die Verlinkung zu meinem Let's Play-Channel. Und jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen, bleibt mir auf jeden Fall gesund und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein!